Was wackelt und hat Luft, alles läuft. Und dann gehen wir auf den Server drauf. Wie ich gestern im Stream gesagt habe, ich habe heute Vormittag ein bisschen was gemacht, als der Stream gerendert hat von gestern. Und ja, genau. Hallo an alle auf YouTube, die das dort gucken. So, als erstes machen wir mal diesen hier. Ich habe auch Just for Fun mal ein bisschen mit dem Questbuch rumgespielt. Für Darko. Hier Quest hinzugefügt. Und hier ein bisschen was verändert. Das tut mir leid. Das musste einfach sein. Wir brauchen das Geld und Darko braucht das Netherite und jetzt hat er Anreiz, die Waffen zu craften heute noch. Das muss er machen. Da bleibt ihm nichts anderes übrig. Ditte noch. Genau. Ja, Bananen haben wir auch gefarmt. Für die Affen. Aber da muss ich ehrlich sein, die Quest habe ich schon. Aber es gibt Cappuccino-Äffchen. Die wollen wir uns noch holen. Ja, hier sind die neuen Quests, die ich Just for Fun mal hinzugefügt habe. Und der Loot ist einfach nur Baba-mäßig. Also, das war einfach nur rumgespielt. Die sind auch nur optional. Also, die müssen nicht gemacht werden. Wo waren wir denn jetzt? Da waren wir. Wieso habe ich Goldnuggets? Moment. Säpplinge waren da drinne. Genau. Alter, hab ich davon schon wieder so viele. Der Quark kommt da rein. Genau. Moneybags kommen erst mal hier rein. Es kann sein, dass heute nicht der letzte Tag ist, sondern morgen. Je nachdem, wie Darko sich entscheidet, mit dem Pack heute noch weiterzumachen. Der kommt dann im Übrigen auch. Ja, und dann warten wir mal ab, ob er morgen Lust hat, nochmal auf den Server zu kommen und zu zocken oder nicht. Und wenn ja, dann ja, gibt es morgen auch nochmal eine Just for Fun Folge. Wo war ich jetzt? Genau, hier. Warte mal. Nein. Das da. Und da hat es gleich übelst viele Quests geregnet. Ey, und das ist scheiße. Achso, im Übrigen, die Quest hier ist wirklich broken. Ich habe mir im Singleplayer jeden Block aus der Crate-Quest gegeben. Keiner hat funktioniert, die ist komplett kaputt, die Quest. Ich habe auch gemacht, was hier bei den Undecided Casings steht. auf Shafts und Mechanical Belts angewandt. Sieht man hier. Und da drüben irgendwo auf den Shaft habe ich es gemacht. Die ist komplett kaputt. Also die Quest. Nee. Geht einfach nicht. So, da wird mir kein Rezept angezeigt, das ist schön. Hier brauchen wir das so und das haben wir schon zigmal hergestellt. Und die Quest wird einfach nicht genommen, dann machen wir das jetzt so. Ganz einfach. Und hier ist 8 und das 9 ist außen. Das machen wir jetzt auch gleich noch. Können wir gleich das dort alles nutzen. Ne? Müssen nur die zwei Dinger hier weg. Das muss weg. Und ditte muss weg. Das muss auch noch mal weg. Ah ne, das muss bleiben. So. So.
Genau. Also die eine Quest wirklich, die ist sowas von kaputt, das ist nicht mehr normal. So, wir brauchen jetzt eins davon und achte davon. Eins davon, achte davon. Machen wir natürlich. So. Das Ding da kann wieder weg. Das brauchen wir erstmal nicht. So, dann haben wir die Quest abgeschlossen. Haben wir das und jetzt noch das da. At Crate. Wie craften wir den Spaß? 3, 5, 1. Ich würde das aber gerne spiegelverkehrt machen. Nach unten. So. So. So, ja, und ich brauche wieder ein Zahnrad, wow. Zahnräder haben wir hier, da. Und ich brauche dafür, 4 Redstone. Eins, wir machen uns das Rezept mal hier drinnen. Ich brauche ein Rosen. Ey. So. So. Und was brauche ich noch dafür? Eine Lapisplatte und Goldnuggets. Drei. Das dahin. Hä, war doch richtig so. So. Das dahin und eine Lapisplatte. Dann machen wir uns die doch einfach mal. Oder auch nicht. Ach, komm. Die kommt dorthin. Genau. Goldnuggets dahin. Die da unten hin. Das in die Mitte. Das alles dort hin. Und dann haben wir die Questreihe auch komplett. Endlich. Hä? Was ist denn jetzt los? Doch, aber richtig. Hey, bin ich jetzt so bedeppert? Nee, das wollte ich jetzt nicht angucken. Das hier.
Muss das wirklich so rum sein? Das ist ja dann scheiße, ne? Naja, zum Glück verbinden die sich noch. Aber das Rezept ist halt richtig. Deswegen verstehe ich das jetzt nicht. Jetzt macht das. Ah, okay. Ja. Dann spuck mal aus den Quark. Das kriegen wir auch noch hin. Was wollt ihr jetzt haben? Speed Controller. Das da. Hammer. Endlich. Endlich haben wir die Reihe komplett fertig. Es wurde auch mal Zeit. Das hier dreht sich eigentlich am schnellsten. Eigentlich müsste ich das hier anschließen. Nö. Schnauze voll von der Quest. So. Dann haben wir jetzt noch das hier. Die sind optional. Die hier müsste ich noch machen. 25 Mutanten-Zombies. Was haben wir hier? Kreativmotor. Ja. Großmahlzeit. Die 10 Mille habe ich nicht. Wir können ja, wir können ja just for fun mal die Spaßquests machen. Oh, das wird geil. Aber nee, Moment. Hier. Netherbricks Blutsack. Hab ich nicht. Toll. Tame Awarded Toad. Nee, vergiss es. Ey, ich hab von dem Mob-Quest so Schnauze voll. Die hier will ich aber heute definitiv noch machen. Fliegen und Vögel klatschen. Craft a Soap de Macaco. Was? Knochen. Braune Pilze. Und Holzschüsseln. So, Hammer. Hier eine Suppe der Kacke. Hammer. Und die gibt 3 Hungerkeulen. Ja, komm, nehmen wir mal mit hier. Moin, moin. Moin. Also da, gut, die eine Quest bei Create Some Industries, ja, mit dem Reinforced. Ich muss erstmal joinen. Langsam. Egal, du kannst zuhören. Die ist komplett im Arsch. Ich habe die im Singleplayer heute früh, ich habe mir jeden einzelnes Item aus der Create Mod gegeben. Keins funktioniert. Ich habe mich an die Sachen gehalten, die bei den Items beschrieben sind, nix hat funktioniert. Gar nichts. Die ist kaputt. Okay. Die kann nur kaputt sein. Und ich erwarte danach auch nicht wirklich viel. Du musst ein Copper Casing, ein Brass Casing machen, das Automatic Crafting und also ein Quark plus. Alles das, was wir schon haben im Grunde. Das ist. Nee. So, heute fliegen und Mücken klatschen. Vögel, genau. Warte mal, die Crocodile Chestplate, die hab ich doch schon. Da. Erledigt.
Hast du ein Problem? Hm? Was für eins? Mein Questbuch ist verbuggt. Inwiefern? Ich hab da unter den Köpfen noch sowas, das sieht umrahmt wie eine Art Schwert aus, das ist aber... Ich weiß nicht, ob du diese verbuggten Blöcke kennst, das ist einfach nur lila-pink die ganze Zeit. Es soll, ist normalerweise ein Netherrage-Schwert, ja? Klick das mal an. Kann ich schon mal nicht. Das ist einfach gar nichts. Oh wow, dann habe ich dann habe ich bei der Minigun... Ja, bei der Minigun, also da habe ich bei einigen Waffen was hinzugefügt, damit du die Mod auch machst, die Questreihe auch machst. Fieser Müll. Meine Dame Armory. No, bei der Bazooka, bei der Minigun, bei dem Granatlauncher ist was. Bei dem... Der Minigun und bei Bazooka. Ja, Granatlauncher, Minigun, Bazooka und ganz unten beim letzten Griff ist noch was dazugekommen. Okay. Hä? Aber da muss ich dann später nochmal gucken, weil ich habe das eigentlich... Das muss ich in meinem Pack wahrscheinlich auch drin haben, Mike. Was, das Questbuch? Ja, ich habe ja auch noch die alte Config. Kann das sein? Glaube ich nicht. Das ist eigentlich... Warte mal. Ich reach auch nochmal, sagen wir es so. Nee, warte. Always okay. Invisible. Ich bin schon mal verlassen. Oh Scheiße, habe ich jetzt abgegeben? Nee. Edit. Always. Was heißt denn Always Invisible? Alle einsehbar. Ah nee, Invisible. Unsichtbar. Ich gucke gerade mal. False, Default, False. Ah, jetzt sind sie da. Vergiss es. Wow. Jetzt ist das auch ein Netherite-Schwert. Mit Killer steht da jetzt bei. Und Ausgabe sind 50 Katzen. Na gut. Guck dir einfach den Loot an. Das reicht doch schon. Das ist einfach nur eine optionale Spaßquest, die ich gemacht habe. Ich habe nicht meine Ahnung, was das da alles ist, aber egal. Sachen, die da. Einige Sachen kannst du für ein paar Millionen im Markt kaufen. Das mit dem Questbuch ist geil. Ich hab's nur noch nicht hinbekommen, wie sich die Dinger miteinander verbinden. Dass das eine erst aufgedeckt wird, wenn du das andere gemacht hast. So. Also gut, dann bin ich ja wortwörtlich gezwungen. Natürlich, du kommst so an deine Netherite-Rüstung, die du als Quest machen musst. Fetzt schon. Das ist eigentlich recht easy, wenn man es eh mal kapiert. Man muss sich halt wirklich nur mal richtig damit befassen. Ich hab's die ganze Zeit schon kapiert. Ich hatte nur keinen Bock, diesen maschinellen Crafter herzustellen. Nein, das Questbuch meine ich jetzt. Achso, Entschuldigung. Ja, vielleicht hatte ich dafür einfach nicht die Geduld, das mal eben schnell mir durchzuschauen. Ich habe einfach bloß mich hingesetzt, das Buch freigeschalten zum Editieren und fertig. Voll easy. Und ich habe schon 3 Gazellen getötet. Hab 6% fertig. Ich bin gut. Ich habe gestern Dschungel gefunden, ne? Ja. Ich muss erst mal gucken, in welche Richtung der war. Ich habe mir eigentlich Dings einen Waypoint gesetzt, der nicht da ist. Scheiße. Nee, der ist nicht da. Es sind ungefähr so, ich sag mal 1000 Blöcke von uns weg. Das ist eigentlich recht wenig. Mitten im Dschungel, mittendrin ist eine Stadt. Blöd, aber es ist normal. In Anführungsstrichen. Ja, naja, normal ist es nicht. Für die Mod ist es normal. Ja, ich sag ja, beim nächsten Mal, wenn wir mit dieser Mod spielen, ich schalte die Spawnrate der Städte sehr niedrig. Also,
so wie ich es im Singleplayer habe, das ist echt entspannt. Wenn du da nur alle 2000 Blöcke eine kleine Stadt aus 30 Häusern hast. Ja. 30 Häuser ist aber keine kleine Stadt. Naja, das, was wir hier haben, ist schon eine Großstadt. Das ist noch dann noch ein Dorf. Unsere größten Städte, glaube ich, bestehen nicht mal aus 30 Häusern. Das sind ja immer riesen Konstrukte, diese Häuser. Naja, du darfst jetzt nicht von den Städten im Real Life ausgehen. Nein, die bei uns hier spawnen, das meine ich. Das sind mehr als 30 Häuser. Die Stadt ist ja nicht nur ein Punkt, die geht ja hier auch um Ecken und Kurven. Ach, das siehst du alles 10, als eine. 12, ja, gut, 14, das ist eine 16, 18, 20, ja. Ja, aber im Singleplayer ist das voll entspannt. So. Ja. Ich hab da noch ein paar Freunde für dich mitgebracht, wollte ich nochmal so sagen. Lass mich doch erstmal arbeiten. Wo du schon wieder Langeweile kriegst. Noch ist dein Questbuch nicht beendet. Ja, Mobs ist nur noch halt die 25 Mutanten-Zombies. Als Hauptquest, das andere ist ja optional, brauche ich nicht. Die Fauna hast du safe nicht fertig. 77%. Bist du ja weiter als ich dachte, aber. Ich muss halt, wenn man es so nimmt, die Gazelle-Quest machen. Ich will das Spawn-Ei der Schnappschildkröten haben, damit ich die Quest machen kann, endlich in Fauna. Ach, das ist immer so eine Sache, ey. Die ganze Zeit rumrennen. Boah, ich habe eigentlich schon mindestens 500 Gazellen gekillt. Ich war ja einmal nach deren Fleisch aus. Schau, das sind die Dings. Ah, du sagst dich so eine Mod, das nicht mehr. Sag mal, hast du einen Traktor gecraftet? Nö. Meiner fährt nicht. Hast du einen Treibstoff drin? Ja, brandvoll. Der startet einfach nicht. Der will nicht starten. Wie heißt der Traktor denn? Traktor! Oh, bei der Maschine schon. Ich hab einen Go-Kart, hab einen Offroader, hab einen Moped, also ein Dirtbike und einen Traktor gemacht. Moped, Roader. Was für einen Motor hast du da drin? Wie angegeben war. Weil anders kannst du den ja sonst nicht herstellen. Wenn du den falschen Motor drin hast, akzeptiert er das ja nicht. Ja, okay. Und sonst einfach die Maschine nochmal abbauen und mal lösen, wenn du es noch nicht getan hast. Hab ich auch schon. Ist mir jetzt eigentlich erstmal Schnuppe. Ich mache jetzt meine Autos bunt. Solange es nicht blau ist, ist alles gut. Nö, rot. Tatsächlich. Rot, rot? Okay. Ich hätte jetzt eher schwarz getippt. Die Farbe wollte ich dir nicht wegnehmen. Könnte ich tatsächlich mal gucken, wie das mit schwarz aussieht. Habe ich noch so viele Inksacks? 9 Stück noch. Okay, jetzt habe ich eher dunkles Lila gemacht, weil ich Rot und Schwarz vermischt habe. Kann man auch machen. Jetzt müsste ich Schwarz haben. Nö, immer noch dunkles Lila. Er sieht trotzdem geil aus. Thank you.
Aber das Moped bleibt rot. Ich gehe mal eine Runde Gazellen jagen. Alter, die Steuerung. Wir fahren dann später übrigens nur in Ego. Ich fahre gerade. Ich weiß gar nicht, was ich gerade fahre hier. Ich sehe mein ganzes Männchen. Ja, das ist draußen. Ego ist einfach, wenn du nur wie in echt deine Sicht. Third Person, genau, jetzt spiele ich. So, ja, das ist Standard. Ich habe mich drauf gesetzt und das macht ja, das. Oh, Fliege. Dann drückt man halt einfach. Moment. Warte. Psst. Ja, zwei Quests heißt töte 100 Krähen und 100 Fliegen. Da bin ich fleißig dabei. Ich habe über 50% überall. Aber die sind nicht von dir zugefügt, oder? Was? Nee, die sind das, nicht von... nee, das ist hier eine richtige Quest. So, erstmal Moped übers Wasser tragen. Schön, dass man das Moped einfach mal nicht sieht. Wenn man die raustappen tut. Ich hätte auch mit dem Pferd reiten können. Was mache ich dann mit dem Moped, wenn das Benzin alle ist? Was für ein Auto fahren wir dann überhaupt? Muss ich schauen, wie schnell ich die anderen hergestellt bekomme. Ich habe bisher ja nur das... aber von Gotthard ist mir das egal. Ja. Ja, mir ist das auch Latte. Also ich habe halt auch überall nur die Standard-Wheels genommen. Auch beim Offroader. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe sogar andere Wheels. Naja, wir möchten schon die gleichen Wheels haben. Obwohl Räder ist eigentlich individuell. Wir sollten auf jeden Fall dieselben Motoren haben. Ja, überall Standardzeug. Easy, ich hab mir natürlich den Dia-Motor gebaut. Der so wenig Dias hat, baut sich einen Dia-Motor. Ja, ist klar. Ich habe 1,5 Stück Dias. Ich war ja Farm. Wein. Nur Dings, als du mir den Server angelassen hast. Hast du dich erinnert? Ah, ja. Das Einzige, was mir halt fehlt, ist. Ja, Netherite, aber das brauche ich auch nicht. Eigentlich Damage? Nee, geil. Einfach mal einen Berg hochpesen. Das ist geil. Damage kriegen die, glaube ich, nur durch dieses immer aufnehmen, absetzen da. Hab jedenfalls mal Go-Kart ab und an mal einen Knacks mehr abbekommen. Okay, also Motor hat fast 20.000. Oh, das reicht noch ein bisschen hier, was ich habe. Also ich bin mit einem Eimer, das sind 2% meines Motors. Ich würde mit dem Go-Kart mehrmals die Strecke abgefahren, um zu schauen, ob alles klappt. So. Das also ist, mit das dem ist kommst dann, du dreimal um die Welt. Das ist ja fies, du kennst die Strecke schon. Ich kenn die Strecke ohne abzufahren. Und das schaust du dir ja eh nochmal an. Besichtigungen gibt's alle mal. Schade, man kann kein Bunny Hop mit dem Bock. Muss glaube ich sowieso erklären, wo es lang geht, also. Ach, aber über Steinmauern kann man nicht fahren. Was ist das für eine Logik? Es funktioniert wie ein Spieler, du kannst ja auch nicht über Steinmauern klettern. Oh, warte mal. Ich habe eine Kiste gefunden aus einem Minenschacht. Ah, und da war ich schon.
Oh, jetzt sitze ich wieder hinten auf dem Moped. Ich feier das Moped. Ich will die Mod in jedem Projekt haben. Oh, jetzt stecke ich fest. Ach nee. Nee. Was stöhnst du denn so rum, eine alte Frau? Ich hatte mal einen halben Stack Slime hergestellt. Ja. Ist sie weg, beziehungsweise höchstwahrscheinlich gesprengt. Durch mein Malheur. Machst du neun? Kostet nicht viel. Das ist einfach nur Arbeitsaufwand. Unnötiger Arbeitsaufwand, wenn man ihn hatte. Shotgun dahin. Der war weg. Hör mal auf! Hier, schlade nach! Nein, hör auf! Schön! Das zweite Mal liegst du flach. Ja, da hilft alles nichts. Dritte Mal liegst du flach. Jetzt muss ich aufpassen. Na komm. Moin moin, excuse me. Ja, wo ist das die Mod? Ah! Ist 3 Stunden so rum. Das Vieh hat mich wieder mal in die Luft gebounced. Achso. Ach, im Übrigen, ich habe gestern mit einem Elefanten im Stream gegen einen Mutanten-Zombie gekämpft. Der Mutanten-Zombie hat den Elefanten in die Luft gebounced. Vom Feinsten. Ne? War aber nicht meiner, oder? Nein, es war ein wild getämter. Okay. Wann startest du schon wieder? Nix, ich bin mit Mob ins Loch gefahren und immer rausgekommen. Aber ich wurde zurückgesetzt. Ja, auf den Fahrzeugen ist das ganz komisch mit den Rändern der Chunks. Die brauchen ewig. Wie viele Fliegen haben wir denn jetzt schon? 56. Reicht schon für einen Fliegenbürger? Naja, 56. Also die Larven, die ich habe auf jeden Fall. Da habe ich 2 Stacks locker schon. 56 Fliegen, 57 Krähen. Den machst du nicht mal one-hit mit einem full verzauberten Netherrage-Schwert. Das ist voll mies. Ich hab's ja nicht davon ausgehen, dass du alles one-hit Mod. Ich glaube. Ist die. Die ist voll cool. Jede Mod, die einfach keinen Sinn ergibt, verbuggt ist wegen einem Traktor oder sonst was, findet Ike geil. Die Mod, ja, die Traktor ich geil finde, die super sind, die entwickelt sind, die realistisch sind, die werden in die Tonne geworfen. Weil die räudig sind, wenn du von dieser in hässlichen Mod da ausgehst aus dem letzten Projekt. Was war denn das? Was, die Cracktech? Ja, ja, aber die meine ich in dem Fall gar nicht. Hässlich, räudig, ekelhaft. Ne, den Traktor habe ich einfach nur just for fun gemacht, weil ich mal gucken wollte, ob man damit Rasen mähen kann. Du kannst damit deine Felder bestellen. Leichtgewicht,
Alp. Hm? Ja, ich hab's gehört mit den Feldern. Okay. Eck der Fliegenfänger von Minecraft. Da sind wieder Gazellen. Und noch eine Fliege. So, habe ich das schon mal. Die hat immer noch überlebt! Na, die ist auf Speed, die lasse ich aus dem Ruhe. Oder? Ja, okay. Du, die lebt immer noch? Aber willst du mich verarschen jetzt? Alter! Ach, und bei irgendeiner Quest, ich weiß gar nicht, bei welcher, habe ich eingestellt, dass es 50 Geldsäcke gibt. Nice. Aber damit kommst du auch nicht auf die Million. Nein. Ey, weißt du, wie lange du ein Spiel musst, um auf die Mille zu kommen? Also, 200, 300.000 hätte ich locker, wenn ich meine ganzen Hammer noch hätte. Ich glaube, mit dem Geld würde ich sogar auf, naja, nicht ganz auf 200.000 kommen. Apropos Hammer, ich muss die Mobfarm noch leer räumen. Da habe ich heute die Mutanten-Zombies geklatscht. Da sind meine Hammer drin. Oh, danke für die Info. Ja, Darko, wenn du die klaust, ich bann dich die letzten 1-2 Tage vom Server. Und holst mich nur für das Rennen wieder. Nö, nicht mal das noch. Die jag ich alles mit Rocket Launcher in die Luft. So viel Money hast du gar nicht. Die schnell gecraftet TNT habe ich en masse. Gunpowder kriege ich ganz schnell, wenn ich Kisten loote. Wie viel habe ich jetzt schon weggemacht? Ich habe 11 von 50. Boah. Joa. Oh, habe ich meine. Da habe ich die Schere. Ja, nein, hör auf, lade nach. Ist hier eigentlich für ein Kindchen im Dschungel angelegt? Für Bananen. Ich habe doch einen Dschungel gefunden. Das sind doch Affen und alles. Autsch! Nein, bin im Loch, hör auf! Nein, bleib dort! Scheiße, ich hab keine Muni mehr. Du Arsch, wolltest du mich von hinten angreifen? Was bist du für ein Feigling? Ach, und bei der Mob-Quest, du musst den Kreativmotor kaufen. Tatsächlich. Ja, ich weiß, dass man den Hand kauft. Das ist eine, Quest tatsächlich. Ja gut, dann brauchen wir noch ein paar Jährchen. Kriegst du 5 Megatorches dafür, dass deine Base dann nichts mehr spawnt. Wow, und dafür gibt man keine Ahnung wie viele Milliarden aus. Aber ja, man hat einen Kreativmotor. Ja, ich hab ihn im Singleplayer mir angeguckt. Das kannst du vergessen, da sind die Windräder für uns schneller. Ich verstehe aber auch den Kreativmotor so, dass man unendlich viele Räder dort bauen kann. Dass es eben nicht passiert, dass die überhitzen. Nee, also er hat zumindest nur ein Ding zum Anschließen. Ist sau langsam. Scheiße, wie oft lag der jetzt so flach? Nee, ich meine nicht das Anschließen. Ich meine, das kennst du auch, wenn du zu viele Zahnräder oder zu viele verschiedene Maschinen ansprichst, kommt ja dieses rote Aufflimmern, dass ja, das halt nicht mehr funktioniert. Das wird dann, nicht mehr passieren. Ja, er ist down. Eisen, komm.
Ich wollte Fliegen, Vögel und Gazellen töten. Ich müsste mal gucken, ob das mit der Waffe auch wertet bei den Gazellen. Ach, und Darko. Ja? Ich habe das mit diesen Soul-Vögeln in der Wüste, ja? Ja. Ich habe mich ganz an deine Aussage gehalten. Die Vögel in der Wüste sind Roadrunner. Keine Soul-Dings. Es gibt, nein, diese Vögel sind nur im Nether in einem Soulsand-Biom zu finden. Nicht eine Milliarde Prozent habe ich da einen gekillt. Wenn in der Stadt meinetwegen ein Soulblock war, wodurch der gespawnt ist, ist mir scheißegal. Ich habe da auf jeden Fall einen gekillt. Hast du die Quest erledigt? Die ist noch nicht mal aufgetaucht bei mir. Wenn ja, wo ist die? Guck bei den Fauna-Ding rein. Und wie heißt die? Ich weiß es nicht. Das ist so ein Spawn-Ei auf jeden Fall. Discover a Soul Vulture. Hab ich gekillt, ja. Vielleicht auch später ein Screenshot. Nur dieses Soul-Herz habe ich. Das heißt, das Soul-Set irgendwo gehabt, da ist es drauf gespawnt. Das ist meine Vermutung. Bei mir war es einfach nur, stick nochmal in der Wüste da oben. Also, Wüste ist es nicht, in diesem trockenen Biom da. Richtung, wenn wir Richtung Wasser gehen da hinten. Rumgeflogen. Sah creepy aus wie so ein Lykanismob. Hab ich mir gedacht, ja, so, scheiß drauf. Trockenes Biom, da wo die Knochenblöcke sind. Genau. Da bin ich gerade. Bin da aber auch häufiger wieder drüber gelaufen, da war auch wirklich keins mehr. Und das ist da an dieser, wo der Sand Richtung Stadt so geht, da ist es über der Stadtmauer geschwebt. Wenn man eine Stadtmauer nennen kann. Und sonst, wenn es da halt wirklich überhaupt nicht mehr ist, dann. Wo hast du gesagt? Irgendwo im Nether. So ist das Biom. Wer den Server toll, wer mitten im Kampf. Nein, hör auf, lade nach! Nein, lass mich in Ruhe! Du bist nämlich auf Speed! Oh, Schwenker. So, der liegt jetzt eh mal flach. Zweite Mal. Nein, Loch, Hilfe! Oh, das ist noch ein großer Fetti. Dritte Mal. Nice, nice, nice. So, also ich sehe hier kein vogelartiges Mistvieh davon. Und ich sehe hier nicht mal Soul Set oder dergleichen. Dann kann ich mir das nicht erklären. Oder du hast einfach gecheatet. Oder das. Aber das würde mal immer meine Cheat-Kompetenzen weggehen. Wenn ich nicht mal schaffe, eine scheiß Quest anzustellen. Das stimmt, das ist schon peinlich. Ich hab mich halt wirklich einfach nur hingesetzt, geguckt, schwupp, erledigt, ich kann's. Wie gesagt, du hast auch einen ganz anderen Ansatz gewählt. Für mich ist es
gar nicht in den Sinn gekommen, dass man das im Spiel einstellt. Das ist für mich auch nicht logisch nach wie vor. Ich hab mir jedes Skript, jede Config halt durchgeschaut, wo man das halt dann schriftlich mit Notepad einträgt. Ganz normal. Und nicht, alles nicht im Spiel natürlich, das ist doch. Wenn das Questbuch drin ist, dann kannst du das eben über einen Befehl auf Bearbeiten stellen. Aber das kann ich halt nur bei dem, weil ich weiß gar nicht, welches Questbuch das war. Wir haben ja mehrere immer. Bei dem anderen Questbuch zum Beispiel geht das überhaupt nicht über die Befehle. Ich sag mal so, ich habe auch das verwendet, also da sollte das dann auch gehen. Okay, da sind schon mal 4 Hammer drinne. 5, 6, ist eine Menge Geld, was kommt. So. 27.000. Ich muss hier erstmal das leer räumen. Musst du deinen rotten Flash auch wieder geben? Oh. Oh. Ich habe jetzt 100 von diesen Moneybeutel. Du hast 2 Quests abgegeben und bei 2 gab es 50 Stück. Da brauchst du ja deinen rotten Flash nicht mehr. Wie mein rotten Flash? Ich brauchte das fürs Kroko Fund, den Rest habe ich verkauft. Rotten Flash für ein Kroko Fund? Ja. Den musst du damit füttern. Der männlichen oder welchen? Ich weiß gar nicht, was ich hier für ihn hab. So alles, was verkauft wird, jetzt erstmal alles da rein. Die Köpfe, das da. Die Shards, da hab ich auch wieder haufend. Kann ich mir wieder Herz und Fäuste craften. Das. Das da rein. Der Kopf kann erstmal da rein. Goldsachen können erstmal weg. Müll, die Granate kommt in den Backpack. Die Munition genauso. Okay, jetzt renne ich mal eine Weile mit der Pistole rum. Ich habe so viele Pistolmunition. Nice. Fressalien da rein. Bananen, Backpack, Bett, Backpack, Fackeln da rein. Warum habe ich hier Rage for Server? Weiß ich nicht, ich bin gerade in meinem Backpack. Ah, jetzt. Ich bin halt in der Base gerade. Ja, ich auch. Das da, die craft mal zusammen. Blauen Schatz Handschuh, roten Schatz Herze. Nice. 13 rote Herzen. Läuft. Aktuell 12.000. 14, jetzt die Hammer. 54.000. Okay, mit dem Backpack. Ach, mit der Geldbörse habe ich 197.000. Nee, das schaffst du never ever, ey. Das ist. Ach, warte mal, ich habe noch die Geldsäcke. Die habe ich ganz vergessen. Das dauert jetzt kurz. Hier, wollen wir das Projekt heute oder morgen beenden? Nur mal so nebenbei gefragt. Weil, wenn wir es. Je nachdem, wie weit du halt bist. Wenn wir es heute beenden wollen, dann wäre morgen wieder ein Star Wars Stream. Oh, nee, dann übermorgen. Okay, dann hast du. Ich muss ja aufholen. Dann hast du noch genügend Zeit, die Mods zu machen morgen und heute. Die Quests. Ich werde dann. Morgen ist Samstag, oder? Ja, Samstag. Ja, den ganzen Tag, wenn nichts dazwischen kommt.
Aber ich nehme bei den anderen Aufgaben hoffentlich die Zeit, Star Wars nachzuholen und dann können wir Sonntag das wieder machen. Geht gar nicht. Nee, Sonntag ist ja Dings dran. Monopoly. Geht gar nicht. Ja gut, dann habe ich mehr als genug Zeit, Star Wars nachzuholen. Sonntag ist Monopoly. Achso, deswegen wollte ich auch mit dir reden. Justin kann ab 15 Uhr. Ja, okay. Aber so zeitig okay. Fange ich nicht an damit. Ich habe halt die 2 Stunden, wo du gesagt hast, 17 Uhr frühestens, die Zeit habe ich halt eigentlich verplant. Also vor 17 Uhr muss ich umplanen. Nö, wir können bei 17 Uhr bleiben. Mir ist das ja relativ gesagt egal. Hat Justin das einfach so gesagt oder hat er auch ein Aber hinterher gesagt, wie was weiß ich? Moment. Dafür kann ich aber Moment, so später halten. Dings, tabbe mal kurz raus. Weil das wäre so typisch, Justin. Das war wegen Monopoly Stream. Hat er mir das geschrieben oder hat er mir das gesagt? Hat er wahrscheinlich einen Stream-Chat geschrieben. Genau, Moment. Game-Anfragen. Nee, auch nicht. Er hat nur Monopoly. Ich glaube, dann haben Stream-Chat. Twitch-Chat. Hat er das wahrscheinlich geschrieben. Oh, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich dachte, wir haben das eigentlich hier. Ja, normalerweise haben wir es hier. Nee, per Privatnachricht dachte ich eigentlich. 5. Dezember, 7. Dezember, 8. Dezember. Nee. Der schreibt ja mit dir noch häufiger als mit mir. Nee, seltener. Das war jetzt einfach nur mal so. Nee, aber 17 Uhr. Fangen wir da an. Gut. Vielleicht geht auch schon 16:30, keine Ahnung. Ja. Chatterino Bambino ist hier. Hast du einen halben Stack Copper? Ja. Ich habe dieses Flame immer noch nicht verstanden. Ich krieg einmal kurz Flammenpartikel und keine Ahnung schon. Nimm dir einen Stack da oben aus. Nee, das Flame ist ein Firestarter. Keine Ahnung, was das ist. Ich kenne nur das Lied Firestarter. Aus meiner Jugend. Vogel! Bleibst du? Oh. Tot. Schön. Natur ist nicht mehr vorhanden, wenn Alki fertig ist. Nee, ich bin froh, dass ich da 100 Viecher von klatschen muss. Diese Quest ist abartig. So. Was gibt's denn noch? Okay, dann war ich noch. Wie macht man die Folge nochmal? War das so? War das so? Ich glaube, ich brauche Grün dazu. Scheiße. Da ist immer noch Sand drinne. Lull. Ich habe immer noch die Mushroom-Spawn-Eier. Die habe ich noch nicht freigelassen. So. Die 6. War ich doch. Ich habe gestern und heute schon insgesamt 60 Fliegen gejagt. Schlimm. Wenn das so schnell in deiner Wohnung gehen würde, dann hätte ich das Gemecker nicht mehr. Hier habe ich nicht mal Fliegen. Bin ich ehrlich gesagt sogar froh drüber. Ja, aber wenn du eine Fliege hast, dann. Dann geht's ab und. Ja, wenn ich. Und wenn die Fliege dann zufällig noch an der falschen Stelle ist, so also zum Beispiel mitten auf dem PC-Bildschirm,
dann hätte sich bekannt. Es ist wirklich nervig. Die fliegen dann wirklich den wärmsten Punkt an, das ist dann der Monitor. Der solltest eigentlich du sein. Normalerweise, oder der PC, wenn der. Na, wohl, nee, der ist ja gekühlt. Aber der Monitor? Der wird nicht so weiß. Der PC ist gekühlt. Im Sommer bin ich auch gekühlt, weil ich ja in kurzen Klamotten da sitze. Es ist der Monitor, der nach einer Weile warm wird, tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Doch, das wird immer heller hier drinnen. Cool. Und Rübnase, lebt er noch? Der lebt noch, alles klar. Ich sprühe dein Auto um, ich würde es sein lassen. Kann man eigentlich Blöcke damit umsprühen? Nee, schade. Betrifft nur die Mod. Was ist denn hier? Hallo? Tot. Ich hab einen Zombie gekillt. Kann ich mal bei dir diese komische Werkbank ausmachen oder wie heißt sie? You're never right, sir. Wie heißt dieses scheiß Werkbau? Smiting Table. Zwei Eisen, vier Holz. Albert, vergiss es. Ich kämpf hier. Meine Güte, ey. Ja, die ist ja noch gar nicht tot. Jetzt ist sie. Und jetzt? Die hat mich vorher gebissen. Daku! Guck mal! Silberrücken! Freundlich? Ja, klar. Ja, die können auch extrem aggressiv werden. Und ich hab noch das Weibel dazu. Oder das Jungtier. Für mich ist es ein Weibel. Töten. Ach so. Das Vieh musst du nämlich füttern. Mit was? Irgendwas aus dem Crimson Zeugs. Oh, diese komische Maraka-Rasse von Alex Mobs erinnert mich an diese komische Bison-Beschwörmod aus Seftech. Da ja. Hätte ich auch wieder Lust. Wir könnten mal Seftech zocken, könnten wir auch eine Runde streamen. Aber erstmal ist ja. Ich muss sowieso nächste Woche erst einmal den Server für das Feed the Beast Modpack machen. Oh je, keine Ahnung, wie der heißt. Sky Odyssey. Ich bin ein Squid. Ach du Scheiße. Oder wenn dir das hier lieber ist, ich bin Nemo. Ey, du willst nicht glauben, was ich. Oh. Ich hab diese Rasse gerasselt gerade. Ja. Und dann sehe ich da den Kopf. Ich dachte,
einen Moment wirklich, da ist ein Squid gespawnt. Durch diese Rasse. Geil. Also. Nee. Ist das geil. Ach so, scheiße, jetzt habe ich mich zurückgetippt. Ich wollte dir so einen Mantis-Schrimp mal zeigen. Habe ich gestern auch. Ich habe gestern Haie gefunden. Wo waren die? In. Ja, einem warmen Gewässer, wo Korallen sind. Weißt du, wie selten du hier Korallenriffe findest? Das ist ja nicht mehr normal. Kann jetzt ein Fehler sein, dass ich voll Neverite upgrade, aber. Guck mal hier. Das ist ein Mantis-Schrimp. Warte. Ach, die, ja, hab ich. Wie hast du die jetzt eingefangen? Weil du meintest im Stream, dass das nicht funktioniert. Das ist eine wilde. Ach, und die getamten konntest du nicht einfangen? Die konnte ich nicht einfangen, die hab ich dort gelassen. Das war Scrapur, Strider, ich feiere immer noch den Frosch. Wie der sich das letzte Mal rangezogen und weggeschubst hat die ganze Zeit. Oh, am meisten weggehauen hatte mich bisher dieser komische Wirbelsturm. Hab ich auch noch einen. Da hab ich tatsächlich auch noch einen. Und bei uns in der Gegend spawnen in letzter Zeit ganz schön viele Hühnchen. Du müsstest mal deine Chicks im Zaun halten. Hab nicht mal Chicks. Das war jetzt eine doppeldeutige Andeutung. Was? Kann man das denn doppeldeutig sehen? Na, Chicks kannst du auch Weiber nennen. Chickens. Ich habe auch Chicks gesagt. Ja, aber ich habe Chickens gesagt. Schwarzer Drecksvogel. Komm. Da, jetzt landest du wieder. Komm mal. Tot. Der hat noch überlebt. Das verstehe ich immer nicht. Warum überlebt ein Huhn ein Schwert mit über 11 Damage? Ja, musst du auf die Herzen gucken. Die Tiere kriegen auch mehr Herzen. Nicht nur die Zombies. Also, das zählt ja wahrscheinlich gar nicht. Ja, scheiße. Ups. Was hast du jetzt gemacht? Ich habe eine Gazelle gekillt, ohne dass es zählt. Ja, du musst Schwerter nutzen dazu. Das kann man leider nicht einstellen. Also da hat der Entwickler drauf geachtet von dem Questbuch, dass es wirklich alles nur mit Schwertern geht. Da hat er nicht drauf geachtet, das musst du einfach hinnehmen, Ike. Das ist von Feed the Beast, das kann man nicht einstellen. Juckt mich aber ehrlich gesagt nicht. Das Einzige, was ich nicht weiß, ob Vanilla-Bögen funktionieren würden. Könnte ich ja mal testen. Ich habe aktuell wie viel Mistvögel? 61. Wo ist denn der nächste Kackvogel? Der fliegt wieder weg. Der da hinten landet gerade. Ne, Bögen zählen auch nicht. Ah, okay. Es muss das Schwert sein. Oder eine andere Nahkampfwaffe. Du kannst ja auch versuchen, so eine Gazelle mit einem Flintschwert zu klatschen. Ja, oder mit der Faust. Boah, da musst du eine ganze Weile aber hinterher rennen. Die Biester. Ist schon wieder ein verzaubertes Buch. Die Biester rennen ja alle weg.
Die haben Speed drauf. Ja. Und jetzt lassen wir eins haben, was nochmal einen Speed-Effekt hat. Die sind dann erst schnell. Was gibt's denn eigentlich bei den Vögeln? Och, nur 10 Geldsäcke, willst du mich verarschen? Normale oder die erweiterten? Die dicken Geldsäcke. Aber wenigstens das. Fliege, tot. Der anderen Gazelle will ich eine Kille auch abhauen müssen. Naja, wie real life wird eine Gazelle angegriffen, alle anderen hauen Feige ab. Aha, aber. Da kommen die Legs wenigstens positiv. Au. Wenn ich so schnell abhau. Oh je, eins mit Speed-Effekt. Fliege, 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 ich töte jetzt Fliegen. Und ein Wasch. Ah ne, die Waschbären-Quest habe ich schon. Ich will mir deinen Waschbären-Hut craften. Der ist so gut wie dir. So. Okay. Da ist noch ein Drecksvogel. One hit. Nice. Wie gehen die Gazellen aus? Ich war schon fleißig. Ey, so viel hab ich gar nicht gekillt. 11 Stück, 12 Stück. Und ich war ja nicht nur dort, ich war ja auch in dem Terrakotta-Biom. Aktuell bin ich schon wieder ein ganzes Stück von der Base weg, also in der Umgebung mache ich nichts. Aber ich glaube, weiter weg. Ich sehe gerade Päusle-Zeit für mich. Schön, schön. Ich weiß gar nicht, nach was ich auf der Suche war. Ich bin Ewigkeiten im Ozean rumgeschwommen. Auf einmal sehe ich da unten ein Stonebrick-Konstrukt. Bin ich natürlich hin. Rein. Spawner. Versteckt. Okay. Akzeptabel. Aber die Eisen, Gold und Dia-Blöcke, die waren geil. Das war wie so eine kleine Schatzkammer. Eine versteckte. Okay. Und jetzt gehe ich davon aus, dass es wirklich unter Städten beziehungsweise in Ozean so versteckte Schatzräume gibt. Aetherite-Blöcke wären natürlich besser für mich. Meine Rüstung ist fast wieder kaputt. Ich habe jetzt auch wirklich nur meine. Ich wollte eigentlich nur ein bis zwei Rüstungsteile umwandeln in Netherite, weil ich dann noch Ersatz habe zum Reparieren. Aber dann kriege ich ja die Quest. Und du musst da. Da taucht ja dann noch eine Quest auf mit Schwert. Ja, habe ich gesehen. Axt. Picke und Schaufel und dann kommt noch die Ho. Im ersten Quest. Brauchen wir noch weitere 5. Ja. Und ich brauche ja mehr, weil ich komplett mit Netherite hier unterwegs bin. Aber Vogel? Im Loch verstecken gibt's nicht. Du stirbst. Ich bin in einem Biom, wo es eigentlich Gazellen ohne Ende geben müsste. Keine einzige Gazelle, aber Haufen hässliche schwarze Vögel. Nicht mal mehr eine Fliege, die habe ich hier auch schon ausgemerzt. Mann, ey. Äh, 71 hässliche Vögel schon geklatscht. So kann es weitergehen.
Sechs Mobs. Ey, ich will nur den scheiß Worldrunner killen und nicht euch. Ich müsste mich mal irgendwo safe hinstellen hier tatsächlich. Denn hin. Stellen wir uns hier hin. Genau, nochmal kurz Poison und gleich wieder da.